Hier drüben sind noch Palisaden, aha, so, so. Reitet einfach mal so ein bisschen um die Burg rum. Wieder mal in eine andere Richtung. Hier ist die Mine. Aha. Und jede Menge Bäume, die nicht gewurzelt wurden. Das ist doch ein Au, au! Oh, hier sind wir. Läuft das Ding so, oder? Nee, nee. Wir müssen sie selber entwurzeln. Habe ich ihnen aber auch allen schon gesagt. Da liegen einige Bäume. Dank dem neuen Patch sind die nicht mehr aktiv. Gegen irgendwas kämpft da so ein Elch. Weiß aber nicht gegen was genau. Gegen okay, sind zwei Elch vielleicht. Na gut. Wo seid ihr da jetzt? Ich komm wieder dahin, wo du bist. Ich bin nicht mehr weit entfernt davon. Ich habe keinen gesehen bis jetzt. Sind die überhaupt online? Ja, ne? Ich glaube schon. Die sind immer online zu der Tag. Ja, Lord Valhalla. Oh. Ah, der ist aber nur alleine da. Ja. Kennen Sie die waren, oder? Ach nee, der ist ja nicht hier. Aber der ist alleine. Der war gar Nordan. Der rennt sich jetzt wahrscheinlich einen Heißen da drin, um den Namen rauszukriegen, weil er alleine schützen muss, die riesige Burg. Das wird er jetzt checken, dass die Burg so riesig scheiße ist. Ragan Nordan ist von den neuen, die wir eingesiedelt haben. Ich dachte ich, dass der. Ne, den habe ich. Ich war vorhin da und habe den verkündet, dass sie die Regeln einhalten müssen, sprich ihre Baumauer da vorne wegmachen. Und da stand er auf der Mauer und ich bin runtergewählt. So, definitiv. Das ist schon wagemutig, dass keiner von denen da ist zu ihr da. Hier ist ja gigantisch die Burg hier. Naja, einer alleine ist da drin und schützt das Ding jetzt. Könnt ihr euch vorstellen, ne? Also ich mache nur zwei Angriffe. Ich setze vorne einen Trupp hin, der einfach so ein bisschen auf die Burgmauer ballern soll, scheißegal. Setzt da vielleicht noch zwei Leute dran, damit das nach wirklich einem Angriff aussieht und greift wirklich von hier hinten aus an. Der eine hat gar keine Chance, das zu schützen. Ja, aber die Frage ist natürlich. Palisaden sind einfach nur um den Baumfarm zu schützen. Um den Baumfarm, genau. Nee, das ist Schwachsinn, was die hier machen. Gut, dann hätte ich auch Angst, wenn ich dann wirklich alleine zu ihr teil bin. Weil dann können mich auch fünf, die nichts können, überrennen. Ja. Was willst du jetzt damit sagen? Ich spreche nicht euch an. Der hat uns quasi um Hilfe gebeten, weil hier seine Erzfeinde auf dem Server gejoint sind. Ja, und diese Erzfeinde sind Leute, die nichts können, weil die gerade mal ein paar Stunden auf dem Game hier haben. Der eine hatte 4, noch was Stunden, also weiß ich nicht. Der hat die meisten Stunden hier auf dem Server gesammelt, von daher. Also absolut nicht euch angesprochen damit. Gut. War auch erotisch. Erotisch? Habe ich gar keine Einhandwaffe an? Was ist das denn? Ich wollte den Elch hier wegklatschen. Ich habe einen Hammer angelegt, ja super. Das ist klar. Lege ich mal einen richtigen Hammer an. Einen Reiterhammer. Oh mein Kleiner, jetzt gibt's einen auf die Glocke. Da verkommen wir damit. Ja, du musst wirklich nah ran damit, ne? Ich habe Bär letztes Mal, also beim Turnier, beim Event habe ich Bär damit richtig viel Schaden gemacht. Mit dem Reiterhammer, der war auf einem gepanzerten Pferd. Und keiner hat den so wirklich getroffen, und dann habe ich den mit dem Reiterhammer. Das trifft ja nicht mit. So, nach unten schlagen, ne? Weil der ja tiefer ist. Der ist ja nicht auf deiner Höhe. Treffer. 28,9 Schaden in den Torsus. Cool, du kannst die Waffe halten, ja? Das die Waffe halten? Ja, mach zweimal, dreimal hintereinander und halt immer wieder den Knopf gedrückt. Irgendwann hält er die. Das ist, weil du dann noch zu viel Power hast, sozusagen. Aha.
Boah, bei mir lag das schon wieder wie Sau. Also könnte natürlich auch die Baumstümpfe sein, ne? Das könnte auch dadurch kommen, ja. Man weiß es nicht. Fuck, jetzt hab ich mal richtig gelangt. Hat das hier aber gut gemacht. Hat natürlich schon eine Pferde hier meine Schläge abgefasst. Ah, das lag ganz schön gerade hier ein bisschen. Ja, das liegt aber auch daran, weil die Baumstämme nicht aufkommen. Ja, ich denke auch. Hey. Entschuldigung, Dochi. Und mal gucken, wie die Bremse funktioniert. Muss ja gleich tot sein hier. Oh, Zu Fuß, dann hauen sie ab. Das wusste ich nicht. Ich hab das Vieh, glaube ich, noch nicht einmal getroffen. Ich schon 3-4 Mal. Jetzt springt sowieso nur noch, was die Gegend hier ist. Jetzt kommt es nicht, was ist. Naja, von mir auch. Ich hab schon jemand anderen getroffen. Schlachtross irgendwann in den Kopf hier. Schlachtross für 42 in den Kopf. Ja, lassen wir mal lieber. So, ab zur Burg wieder und den Rest holen. Wo sind wir? Ja, wir müssen wieder hochreiten. Also in Richtung Wasser wieder. Verdammt. Warum hast du nicht das? Du musst ja die Rübe wegziehen, wenn der Last kommt. Jetzt ist mir wieder einer ins Pferd gesprungen. Naja, dann kannst du die Leute wenigstens hier hinten bleiben. Ich habe hier noch einen Elch, womit ich mir die Zeit vertreiben kann. Das sind zwei Elche. Hier sind Mistviecher, die backen so, ne? Ach guck mal, die Windmühle siehst du aber. Also, keine Ahnung, die haben ja eine neue KI, die laufen nur noch um Mauern drumherum, die kommen nicht mehr durchgelaufen. Irgendeiner hat die Mühle angemacht, guckt euch das an. Angriff! Das ist die Windmühle von Anfang an, wo du uns aufgelesen hast hier. Ja. Überlegt mal, ihr werdet hier reingegangen. Ja, ihr werdet verloren gewesen. Das Ding ist ja tot, guckt mal hier. Eine Totenstadt. Wir haben doch unverschämtes Glück. So einen guten Lord habt ihr. Immer so schlecht absteigen, was ist denn da los? Du musst hier unter den Bäumen musst du in der Ego-Shooter-Perspektive absteigen. Weil du jetzt quasi die ganze Zeit die Blätter in Sicht hast. So, sind wir alle hier? Haben wir alle hier? Haben wir irgendjemanden verloren? Ich komme mal wieder zu. Ja, Hauptsache du weißt, wo du hinkommst. Ja, da kommst du. Ich stecke gerade zwischen Bäumen. Du kannst ja nochmal durchgucken, ob so was Wichtiges für dich hier noch irgendwo dabei ist, wo du sagst, das möchtest du gerne haben. Ich weiß ja nicht, ob du schon ein bisschen bekannt bist mit dem Game. Das Wichtige, was wir so gesagt haben, ist hier eine Belagerungswerkstatt. Das muss auf jeden Fall zu unserer Burg. Wie gesagt, ich schlepp und reit. Und reit und schlepp. Ich guck auch nochmal da drüben durch. Irgendwo habe ich noch Schnaps gefunden, gesehen gehabt. Fleisch erstmal nicht, ne? Wo ist der rote Port rum? Bei den Cider habe ich schon mitgenommen, ne? Hast du schon alles und den Wein auch? Ja, Wein auch? War nur gewisse Mengen, ne? War nur. Okay. Die Wannen sind aus und die Gerbewannen, Trockenwannen sind leer, ne? Ja. Nein, Runtime Error! Brennofen sind noch 64 Stunden drin. Oh. Okay, Freunde, bis gleich. Ja, auf unsere Leute. Wo ist der Sand? Der schießt auf die Übungsdinge da. Wo ist der Sand? Den habe ich in meiner Tasche. Ach so, okay.
Pfosten. Tse. Bio-Channel. Du Gauner, geh weg, wir waren Erster. Das ist alles unseres. Nein. Wer es findet, darf es behalten. Ja, wir haben ja, schon, das. Wir haben ja schon gefunden. Ja, weil, dachte ich mir schon. So, wir machen mal Tor eben zu. Dann können wir Rupine auf unserem Land rufen. Jetzt gibt es keinen Ausweg mehr für dich. Mach doch. Hier hinten dran stehen auch noch mal. Stelle sehen aber echt komisch aus. Ja, hast du jetzt nur mich hochgezogen oder Watschit mit auch? Nur dich momentan, aber ich kann Watschit auch hochziehen. Mach mal bitte. Hallo? Oh, ich wurde bewegt. Ja, ja, der hat mich auch bewegt und ich fand's bist ja auch du, sehr bist bewegend. Bist du hier irgendwo auch? Soll ich dich auch umhauen? Den ersten habe ich schon von deinem Claim. Der hat sich ja einfach unbefugterweise auf mein Grundstück bewegt. Halt den Grüß. Ich bin ganz brav zu Hause am Holzeng. Wir sind schon mal hier vorbeigezimmert. Und wenn überhaupt, dann habe ich hier mehr Rechte, hier zu sein, wie unser Raven, weil ich meine, Frau Azalia Fuchs gehörte zu uns. Ja, ist das so, aber trotzdem, ich war Erster hier. Erster. Ja, wir hatten gut zu tun, wir waren schon überall anders. Na gut, überall anders gibt es ja nicht mehr so wirklich viel zu holen. Ja, doch, Golderze und alles mögliche, 100er Qualität abgestaubt, wieder Steine, Lehm, Sand. Da war so eine große Burg, weißt du, die haben so ganz viele Wachtfeuer außen rum gebaut und da kommt man so schön. Die haben einfach ein Tor offen gelassen. Oh, guck, eine Säge und eine Schaufel, toll. Habe ich ja noch keine. Geht damit. Soweit nichts, ne? Wir unbedingt noch mitnehmen müssen. Wir können. Ey, also Essen hier. Sowas. Will jemand Hirschkopf haben? Qualität 92. Aufhängen. Dann nehmen wir das Essen hier mit hier. Nehmen. Keiner hat gefragt. Nimm das Essen hier mit aus dem Ding hoch nach. Wer ist das? Oh, die Sarah. Fleißig am Scheiße sammeln. Oh. Lassen Sie mich da durch hier. So, ich reite zurück und bleibe da. Oh, guck, da ist noch Wolle drin. Nehmen wir auch noch mit. Und auch zurückreiten. Warum sind ihr braucht keine Eier, Milch oder sonstiges, ne? So? Ich nicht jetzt besonders. Ich weiß nicht, was die anderen von uns brauchen. Ja, also jetzt auch nicht mehr, würde ich behaupten. Ist das Diebstahl von uns? Ja, eindeutig. Das war mein Schicksal. Fragen wir so, braucht ihr jemand diese Milch? Ich hole sie schnell wieder. Die Wolle brauchen wir. Alter. Kann ich aufnehmen, ich bin voll. Das Tor ist das so, oder nicht? Nein, das Tor ist auch. Hört unsere Pferde. Oh, das Pferd ist tot. Die waren wirklich für uns. Also entweder gibst du uns jetzt Pferde und Wolle wieder, oder... Wenn du das Tor zumachst, wenn ich durchreite. Mit unserem Pferd. Kannst du froh sein, wenn ich nicht da dran gestorben bin? Das wäre der Sinn gewesen dahinter. Das ist unser Pferd, was du da kaputt gemacht hast. Und geklaut hast. Nein. Doch? Ich wollte nur raus. Im Tor, am Tor drin, innen drin. Oh.
Hast aber Glück gehabt, dass du nicht gestorben bist, ne? Alter, nimm mal diesen Fettsack da weg. So. Schade, dass ich jetzt nicht da bin. Ich will mir das angucken, was ihr da gerade anstellt. Ich werde hier belagert und unten. Nimmst du das nächste Pferd, greife ich dich wirklich an. Das sind unsere. Lass mich doch einfach. Die hierher geritten sind. Du hast eins davon schon gekillt. Das heißt, einer von uns kommt nicht mehr zurück. Das ist gar nicht wahr. Eure Pferde stehen draußen vor dem Tor. Die haben wir woanders gerade geholt. Hätte ich auch gesagt. Ich bin ja schon wieder abschaufen für unseren König sein Pferdchen. Wir haben schon wieder. Das müssen wir nur noch zumachen dann. Ich fühl mich hier leicht bedrängt. Ja, wir fühlen uns leicht bestohlen. Warum das denn? Was macht dieser Mensch hier mit seinem Schwert? Ich hab Angst. Beeil dich aber nicht. Ich fürchte mir schon was Schlimmes, aber warum hier alle mit gezückten Waffen? Beeil dich. Ich hab doch gar nichts getan. Verkloppt den da, der mit dem langen Schwert, der hat das Pferd verkloppt, der hat das hingerichtet. Danke dafür, dass wir mal in seine Taschen gucken. Oh, hier werden Pferde hingerichtet? Ja, Raven hat mich verkloppt. Kenzie hat unser Pferd geklaut und danach auf dem Gewissen gehabt. Nein, man wollte mich nicht rauslassen und ich habe mich auf ein Pferd gesetzt und wollte fleuchen. Und nein, man wollte mich nicht fleuchen lassen und hat mich versucht mit einem Tor niederzustrecken. Was dann nicht funktioniert hat, weil ich einfach einen Schritt zurück gemacht habe. Und ja, da ist nur das Pferd hops gegangen. Okay. Und sonst irgendwas los gewesen jetzt? Nur, dass wir bestohlen wurden gerade eben. Ihr wurde bestohlen.